Und damit, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dankeschön, dass ihr mich wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise zur ersten Folge vom Let's Play von der Minecraft Java Edition. Ich würde mal sagen, wir starten rein. Okay, wir sind jetzt hier im Menü angekommen, wir machen mal Spielmodus Überleben. Name der Welt nehmen wir etwas ganz, ganz, ganz Kreatives. Nennen wir mal die Vollstreckung. Muhahaha, okay. Spielmodus Überleben, Schwierigkeit normal. Cheats erlauben du mir mal natürlich aus. Datenpakete lassen wir mal so. Spielregeln. Wird schon, glaube ich, so passen. Und ja, deshalb Welt erstellen. Ja, liebe Leute, es wird wieder mal so weit. Java Edition, warum? Genau, Java Edition. Ich habe ja auch ein Let's Play angefangen. Das war in der Bedrock Edition. Sorry, dass man mich hier ein bisschen überhaupt nicht sieht. Nur halt Bedrock Edition ist halt irgendwie so, ja, ist cool, ist Minecraft cool, ja. So mit Playstation-Spielern, Switch-Spielern und so weiter zusammenspielen ist schon cool und nice, aber trotzdem, Java Edition ist nun mal das Beste. Wie Skins, Textures Packs, Shaders, alles. Genau, also halt man kommt hier in eine Welt, sieht hier schon mal schön. Oh, ich muss euch dann das noch ein bisschen später noch zeigen. Aber es wird einfach nur geil. Und ich weiß nicht, Java Edition ist und so immer top, top. Also, ich finde es einfach nice. Neue Rezepte freigeschalten. Irgendwie so Minecraft ist immer einmal. Ist halt irgendwie so bei mir. Also ich habe ein Iron Man Skin, voll cool, ne? Gar nicht. Egal, ich muss eh so und so meinen Skin ändern. Aber man ist so in einer Welt hier, schön Sonne und so, aber ich muss hier irgendwie auf den Berg hinauf. Denn ich möchte etwas schauen und hier, Alter. Ist nicht schön. Und das hier gibt's halt leider in der Bedrock Edition halt nicht und ja, finde ich halt irgendwie schade. Aber vielleicht ist hier irgendwo Wasser. Denn ich möchte euch ganz was Schönes zeigen. Jawohl. Wenn man jetzt hier hineinkommt. Holy Clap, ist das schön. Holy Clap, Minecraft kann so schön sein, ne? Und Minecraft ist irgendwie so ein Spiel, das was irgendwie so immer bockt. Egal was ist. Also halt einmal, wenn man jetzt so Minecraft die ganze Zeit nur spielt, dann klar, hat man keinen Bock mehr, aber dann nach einem halben Jahr. Minecraft ist einfach ein geiles Spiel, muss ich sagen. So wie Fortnite war einmal ein cooles Spiel. Und irgendwie halt so, es ist halt nichts mehr Neues. Und bei Minecraft kommt halt immer ein bisschen was dazu. Aber trotzdem, es weiß ich nicht. Ja. Ist einfach nice. Einfach nur traumhaft, oder? Ja, come on, ich baue mich jetzt ja gleich einfach so runter. Zack. Da haben wir hier eine Pickaxe und let's go. Fortschritt erzielt. Yep. Okay, sofort Eisen gefunden. Sorry. Dass ich halt. Als ob es schon Zombies hier sind. Hey, wait, warum sind hier alle? Ja, okay. Zack, zack. Ich will also mir nichts, dir nichts, ne? Aber es spawnen auf einmal schon Zombies etc. Alles klar. Ja gut, ne? Hab ich gesagt? Ne, hab ich nicht. So. Aber liebe Leute, halt was ist? Bedrock ist schon ganz nice, aber trotzdem Java ist noch immer am besten, finde ich halt. Und so wie auch Mods und so weiter kann man halt nur bei der Java spielen und ja. Ist einfach viel besser, finde ich meiner Meinung nach halt. Genau.
bei mir jetzt hier noch einmal schnell die Kohle ab. So, und dann let's go. Ja, dann haben wir einen Ofen. Zack, und gehen wir mal weiter, ne, Mensch. So, hier hinten ist sogar ein Dorf. Nice. Let's go. Hier unten sind Kühe. Zack. Und komm her. So. Und hier sind Wölfe. Auch cool. Dings. Kupfer. Wie heißt denn das nochmal? Muss kurz abbauen. Ja doch, Kupfer. Ist halt auch, weiß ich. Das brauchen wir eigentlich. Liebe Leute, ich muss euch was sagen. Ich bin jetzt hier nicht gerade so der Minecraft-Bro, also halt der Beste. Ich kenne mich schon aus, aber jetzt hier mit der neuen Version etc. Ja, es geht so, ne? Dann. Also liebe Leute, falls ich was falsch mache, tut mir leid. Ihr könnt mir aber bitte sehr, sehr, sehr gerne, falls ich wirklich was falsch machen sollte oder etc., einfach nur Tipps in die Kommentare schreiben. Würde mich wirklich sehr weiterhelfen. Ich nehme ja mal hier Betten. Ja. Das sind Schweine. Räucherofen. Was war hier etwas? Nee, oder? Nee, nee, nee. Irgendwie ist hier alles unter Wasser, ne? Ich bin ein ganz ein Fieser, ne? Ja gut. Weiß ich nicht. Kann man jetzt hier auch nicht gebrauchen, aber egal, nimm mir einfach mal mit. So. Ja. Hier sind noch ein paar Häuser, ne? Und ich müsste einmal Essen machen. Dann gib mir einfach mal hier hinein. Wir haben Brot. Sehr gut. Und Papier. Okay. Nehmen wir den auch mit. Ja. Zack. Und dann schauen wir mal weiter. Smaragde, ja, okay. Nehmen wir mal mit, einfach so. Und hier halt das Wasser, ne? Irgendwie ist es schon voll schön. So mit Shader, Optifine und so weiter. Also, ist es nicht schön, schon, oder? Ich muss schlafen gehen. Habe ich jetzt hier gerade gemerkt. Ja, schön. Wie hier dann noch die Sterne kommen. Gut, der nächste Morgen ist angebrochen und hier oben ist Kohle. Die bauen wir ja natürlich schnell noch ab. Sehr schön. Und wir merken uns einmal hier diese Koordinaten. Denn wir werden bestimmt jetzt wieder ein bisschen weiter weg bauen. Aber falls wir halt hier in der Nähe bauen, ist halt gut. Weil wir können dann Villager vermehren. Und dann halt oder ist halt gut dann wegen Dings. Wie heißt?
Also hier. Oh. Holy crap. Ich habe null Bock hier runter zu fliegen. Wegen Zauberbücher und so weiter. Die ist auf jeden Fall eine große Hülle. Essen ist halt geht so, ne? Obwohl, doch, Essen geht klar. Heißt dann, Holz geht auch klar. Wir können hier runtergehen. In unsere erste Höhle. Okay, let's go, würde ich sagen. And his name is John C. Ja. So, Kupfer brauchen wir eh so und so nicht, aber was wir brauchen, sind Fackeln. Sehr schön. Zack. Wenn wir mal unser Eisen ab. Und ja. Let's go, auf jeden Fall, liebe Leute. Ihr seht bestimmt schon, die Animation ist einfach geil. Es ist geil. Und das ist halt hier ein Texture-Pack, das, was ich hinzugefügt habe. Ihr seht die Animation, habt ihr die Animationen gesehen? Die sind einfach so geil. Ja, also ich habe mir jetzt hier ein bisschen was heruntergeladen, ein bisschen geschaut. Ich weiß nicht, wegen Texture-Packs, ich habe mal hier das alte gelassen. Ich weiß nicht, ob ich es einmal ändern werde. Ich denke schon. Ja, aber für einen Anfang reicht einmal das hier. Ja. Yep. Genau. Hier ist ja noch Eisen. Zack. Ja. Hier ist auf jeden Fall Lava. Wenn ich... muss die wegtun, weil ich weiß schon... Ich kann's mir... Ich sag's euch, ich wäre in die hineingelaufen. Weil ich kenne mich zu gut, ne? Und ich heiße ich umsonst Dominik. Ja, dann gehen wir mal hier weiter runter. Ich habe auf jeden Fall Skelette. Ist nicht so lecker. Aber egal. Hier unten ist Gold schon. Okay, heißt dann, wir werden hier dann, denke ich, mal unser Lager aufbauen. Gut. Dann machen wir hier Workbank. Workbank, Crafting Bank, sorry. Hier packen wir mal das Eisen rein. Dann haben wir noch einen Ofen. Und in diesen dann das Essen. Ja. Und unser erster Eisenbahn ist gemacht. Und das ist jetzt hier mal der Punkt, an dem ich sagen würde, das war's mal mit der ersten Folge von diesem Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Und falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Genau. Ja, ich würde mal sagen, ich bin nochmal nach Hause. Tschüss mit dir. Dom MC12 ist out.